Hello. Who are you? Doesn't matter. Welcome. Hi Leute, willkommen bei Tupac VR. Ja, heute möchte ich mit euch Hellblade zocken. Hellblade Senua's Sacrifice. Und das ist jetzt in der VR-Version erschienen. Danke an den Entwickler, dass er mir hier das Spiel zur Verfügung gestellt hat. Ich würde sagen, wir starten mal direkt. Ich habe eben mal ganz kurz reingeschaut, um mal zu gucken, wie die Aufnahme funktioniert und so weiter. Gut, dass ich das gemacht habe, weil in meiner Testaufnahme funktioniert erstmal gar nichts. Ich würde sagen, wir legen los und viel Spaß. So, und los geht's. Also allein das Intro ist schon echt krass. Hello. Who are you? Doesn't matter. Also besonders die Sounds sind hier richtig, richtig gut. You're safe with me. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut euch das mit Kopfhörer an. Nice and close, so I can speak. Kommt da nochmal ein bisschen besser rüber. Also ich kann richtig hören, dass die teilweise hinter mir sind, neben mir und so weiter, also die Stimmen. Gott. Da ist doch ein Totenkopf oder was? Und der... Ja, der atmet, ja. Ja, das ist die Protagonistin, Senua. Deep into darkness. There will be no more stories after this one. What is she doing? Why is she doing this? They're watching. Why doesn't she turn back? She's doing this for him. She wants to rescue him. He's already dead. I can feel you coming. Shh. Quiet. Oh, how rude of me. So ein altes Wikingerschiff, würde ich mal sagen. I've told you of the others. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. Well, that's not quite true. Das Ganze spielt auch so in keltischer Mythologie. Mit den Nordmännern, den Wikingern und so weiter. I think the darkness changed them, just like it changed her. Ja, wir sitzen jetzt mitten auf dem Boot. Can you see them? Look, up ahead. You see it too. Nee, ich seh nix. Yes, it is real after all. Ach du Scheiße. She's finally arrived in the land of mist and fog. Wir sind alle aufgespießt worden. The place the Northmen call hell. Da sieht aus, als ob er auch die Haut abgezogen bekommen hat. Oh, die Sounds sind richtig gut gelungen. Und wie ihr alle wisst, die Sounds sind ja meistens in Spielen am wichtigsten. Und hier wurden die Sounds wirklich mit bioraumalen Mikrofonen aufgenommen, also so 3D-Mikrofone. Nicht, dass die gleich hier alle auf uns zulaufen. Aber die sehen nicht mehr so aus, als sie laufen können. Oh Gott. Da ist irgendwas stöhnen? Alter. Mach doch keinen Scheiß. They're watching. Stop. Can you feel them watching? They're watching us. They're watching her. Ja, ich fühle mich auch hier leicht beobachtet. Alter, hier kriegen wir ja Paras. What is she thinking? I can tell you. She's afraid. Wouldn't
Chubby. You'd think she would get used to it by now after so many years. But the darkness, it just builds onto itself, growing stronger, towering over her. You might try and ignore it, turn away. But it's always there, just out of sight. In den VR-Anfängen hätte man ja alleine für das Intro jetzt hier schon Kohle gegeben. Wo es kaum Inhalte gab. Ja, sieht interessant aus, die Höhle hier. Ich bin versucht, so mal ins Wasser zu greifen. Ja, leider haben wir hier keine Touch-Controller-Unterstützung. Weil wir spielen die Senua wirklich nur aus der dritten Perspektive. Aber ich finde, das tut dem Spiel keinen Abbruch, also ist mal was anderes. Und passt für die Temperaturen auf jeden Fall, weil es ziemlich heiß ist. Und das ist schon mal ganz angenehm, wenn man einfach nur mal sitzen kann. So, das Spiel schaltet immer ab und zu mal in so einer Kinoperspektive. War ganz cool, dann sieht man, okay, man kann jetzt gar nicht lenken oder so. Ist nur Zuschauer. Boah, ich denke die ganze Zeit hier hinter wäre irgendwas, aber ich glaube, dann würde ich vom Stuhl springen. Also, sie hat einen leicht irren Blick, würde ich sagen. No going back. Es gibt kein Zurück. Senua pushes away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story. Okay, los geht's, Leute. Hier gibt es immer so Steine, da kann man immer genauer reingucken und ja, da wird eine Geschichte erzählt. And your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to Hela's gate, but gods and the living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the Eastern Sea and find a road that leads north and down through deep dark valleys. After 9 nights of riding, you will follow a great river. Okay, passiert jetzt irgendwas? Oh, grafisch schon richtig gut, also für VR finde ich es echt geil. Mit den richtig guten Sounds zusammen. Kann ich hier die Fackel nehmen vielleicht? Nee. Alter, die Sounds. Richtig heftig. Und auf einmal vorbei. Alles ruhig. Okay, eine alte Stadt. The river of knives across which lies the halls of hell. The place they call Helheim. Helheim. Also sie sucht auch hier auf jeden Fall jemanden, weil sie sagt, where are you?
Aber was das mit dem Kopf auf sich hat, weiß ich auch nicht. There's no doubt about it. The source of the darkness is in Helheim. And the goddess Hela holds his soul there. Her dear beloved. Dillian. Ja, fest steht auf jeden Fall, dass die leicht irre ist, weil die ganze Zeit irgendwelche Stimmen hört. Das sieht aber schon genial aus. Ja, wir wollen ihn retten. Ich weiß zwar noch nicht wen, aber... Na okay, wir müssen wahrscheinlich irgendwie dahin, da hoch. Ja, aber da kommen wir wahrscheinlich nicht lang. Vielleicht können wir da einfach durchs Wasser. Ne, das Ende. Okay. Okay, da sieht es aus, als wir da irgendwie rüberkommen könnten. Okay, hier ist nochmal so ein Grabstein oder was das auch immer sein soll. The Northmen speak of nine worlds. The world of men they call Midgard. Sky gods dwell in Asgard. The gods of earth, harvest, wind and sea. Moin, Welten. Dwell in Vanaheim. The good elves dwell in Alfheim. The evil ones dwell in Svartalfheim. The mountain giants dwell in Jotunheim. The fire giants dwell in Muspelheim. Niflheim is the world of ice and darkness. Only the dead dwell in Helheim. And that is where you must travel. Also ich habe ja auch immer so einen Snap-Turn-Funktion. Am rechten Stick. Ist auch nicht ganz schlecht, dass man die Perspektive so ein bisschen ändern kann. Und ich finde es jetzt noch nicht mal schlecht, hier so eine dritte Perspektive zu haben. Naja, wir drehen nicht um. The Hidden Path. The Hidden Path. Okay. Lass mich kurz ran, das Tor geht wahrscheinlich nicht auf. Okay, eine männliche Stimme jetzt. I was just hiding. Find I live longer that way. Don't listen. I'll never let the bastards catch me again. Never! Wait. Oh, okay, da ist jemand. Who are you? Er scheint aber auch schon tot zu sein. Sind it in Drews? For my tales of the Northmen. They call me Drews. Drews, okay. Sie kennt ihn auf jeden Fall. An old fool. Truth is my truth. Hm? It's good to see you again. You kept your vow. Guide you in this life and the next. I will tell you my stories of hell if I may walk with you. It's the secret. Tell me your stories again, old friend. Also er will uns irgendwie zeigen, was Sache ist. Okay, wir focussen nochmal. What's hidden in plain sight? I can see one. Hold it in your mind's eye. Find one like it to open the gate. Okay, ich kann es jetzt mit dem rechten Trigger irgendwie aufrechterhalten. Also er sagt ja irgendwas von Keep in Mind, also im Gedanken halten. Ich denke mal, damit schaffe ich das.
Ich probiere es aber trotzdem, ob die Tür aufgeht, so. Wow! Alter! Ja, so geht die auf jeden Fall nicht aus. Das heißt, wir müssen irgendwo was suchen. Sonst müssten wir ja das nicht in den Gedanken halten. Also ich drücke jetzt immer mal wieder den rechten Trigger. Gucken, ob wir irgendwo ein Zeichen dann sehen. Okay, da kommen die. Aber... hier kommen wir ja eh nicht mehr hoch wahrscheinlich. Hier schwirren ganz viele rum. Oh, da passiert ja gerade was. Focus. Ja, ich fokusse. Ja, kommt auch kein Gebrüll mehr jetzt. Ich habe mich zu Tode erschrocken. Okay, probieren wir es mal. Ja. Dangerous! Okay, noch ist nichts dangerous hier. Six years enslaved in hell. But I watched them all. Learned their ways. I know you did. You listen? When everyone else laughed. My people paid a heavy price. Carry my story. Ich dachte gerade, da oben steht jemand, aber das ist nur irgendein Baum. We'll make the Northmen feel our fury. Das hat so ein bisschen jetzt von Tomb Raider. Another voice joins us. She wants to try to make them go away. Okay, eine andere Stimme hat ist jetzt dabei. Ich höre noch keine andere Stimme. Wie viele Stimmen wollen noch dazu kommen? So, wir kommen der Brücke langsam näher. Pretend it's going to be okay. Oh Gott. Nicht runterschauen, nicht runterschauen. Waiting for you to make that little slip. Du schaffst das ja nur. Du schaffst das. Just wish things away. Mit deinem komischen Schrumpfkopf da. Ah, du hast es geschafft. Okay, hier ist nochmal irgendwas. The world of the dead is ruled by the giantess, Hela, daughter of Loki. The gods feared her bloodline, bad on her mother's side and yet much worse on her father's. Geht's da lang? So, as a child, the Allfather cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship and self-slaughter. Okay, da geht's runter. In all of the nine worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your Dillion was sacrificed. And with her, you must bargain. Also ich muss sagen, funktioniert echt ganz gut. Mir wird auch kein bisschen schlecht oder so. Aber ich bin total begeistert von den Sounds. Okay. Okay, kommt wieder ein kleiner Ausschnitt. Stay back. Look at it. You have to open it. The gate to Helheim divides the living from the dead. Is that the face of Hela herself? The half-rotten goddess that rules over Helheim. Whatever horrors lie behind that door. Mach sie auf, Kleine. She must find it. Oh Gott. Hört sich nicht gut an. Someone's here. Wer ist hier? Ich sehe keinen. Überall schweben so kleine Partikel rum. Oh Gott, die kommt immer näher. Wow. Hat er es uns gesehen?
Ich hab dir nichts weggenommen. I beg you. Let him go. I'll give you what you want. I won't resist anymore. Sie gibt mir, was ich will. Just give him back. Oh Gott. Was macht die? Alter! Mach doch sowas nicht mit mir! Die Hand... Der Arm fault ab. Okay, unser erster Kampf. Ich habe mir eben schon durchgelesen, wie Blocken und so funktioniert. Finish him! Da kommt der nächste. Okay, noch einer. Komm, komm, komm. Also Kampfsystem gefällt mir bisher. Na komm, Junge, komm. Oh Gott. Okay, ich kann die gar nicht. Okay, wie mache ich die denn jetzt kaputt? Ja, super. Ich habe ja gar keine Chance. Alter. Ja. Leute, ich glaube, das war's schon mal. Oh Gott, ja, das war's. Oh, tut mir leid, Senua. Gott. Sieht schon krass aus. Bitte schrei jetzt nicht oder so. Bitte nicht. Ich glaube, sie ist tot. A vision. Ach, das sind wir. Ach so, war eine Vision. Poor Senua. The darkness does not bargain. Okay, es sollte so sein. Also wir haben schon mal nicht versagt. Das ist schon mal nicht schlecht. And now it has taken hold. It will spread towards her head, the seed of the soul, until there is nothing left of her. Okay, sie hat aber wirklich das mit dem Arm? Also das war keine Vision? All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. Okay, die eskaliert gerade. Senua's escalate. The dark rot will grow each time you fail. If the rot reaches Senua's head, the quest is over. Da haben wir jetzt doch einen Fehler gemacht. Oder sollte das jetzt nur eine Erklärung sein? The hardest battles are fought in the mind. That is what Dillian taught her. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul.
least she still has control of her mind. And she will fulfill her vow, whatever the cost. Okay, dieses komische Ding am Arm kann also bis zum Kopf gehen und dann ist es vorbei. Also habe ich das jetzt verstanden. Lies behind the gate to Helheim. To open the gate, you must first face the gods that guard it. The god of fire, Surt, and the god of illusion, Valravn. Spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. Hier muss ich jetzt hier diese. It won't open. Will she get through? Why won't it open? Why can't she open it? She needs to challenge the gods. She has to fight two gods first. Two gods? Two gates. Two gods, first? Two gates. One of them will kill her, I know it. She's going to die. Surt, the fire giant, has answered. Choose a gate. He comes from a land older than mankind's. One. And the Northmen call upon his flaming sword to raise their enemies to the ground. Also, wir müssen jetzt gegen irgendeinen kämpfen, wahrscheinlich. Find him, Senua. And spill his blood. Also schon sehr crazy, she das Spiel. A wretched old fool on her way back from the wilds. An outcast. Okay, da ist irgendein ein Gesicht hinterm Wasserfall. She took pity on him, for he was not long for this world. Like her, who spoke of his own darkness. Da ist irgendwas. The Northmen. Wow. Warum? Komm, hau zu. Jawohl. Da waren wir schneller als du, Jung. Und schon wieder schneller. Was ist denn los mit dir? Noch einer? So, jetzt lass uns durch das Tor. Jetzt müssen wir wieder die Dinger finden wahrscheinlich, ne? Okay. Das weiß ich natürlich nicht, wie weit man da weglaufen muss. Okay, wir kommen der Sache, glaube ich, näher. Yes, I heard their screams, and I still hear them now. Senua. Okay, immer schön den Trigger drücken, sonst verlieren wir. Wo soll es sein? Focus. Ah, hier scheint es nicht zu sein. Kann ich hier drüber klettern oder? Nee. Okay, ich weiß nicht, ob wir überhaupt richtig waren. Gehen wir hier mal kurz lang.
Also hier sind wir jetzt richtig fürs rechte Symbol, würde ich mal fast vermuten. Oh Gott, hier sind alle... The screams are help you, ja. Und wo? Wo schreien denn? Ich höre nichts schreien. Oh. Nein, hier screamt nichts, Leute. Okay, da oben mussten wir richtig sein. Für das linke Symbol. Gehen wir noch mal gucken. Gucken wir jetzt mal die Felswände genauer an. Ihr sagt ja auch Roots, also Wurzeln. Okay, da, das eine haben wir. So, ich würde ja jetzt fast sagen, dass das diese komischen Y sind, wo die Typen dran aufgehangen wurden oder gekreuzigt wurden. Aber da habe ich das eben schon probiert, da ging das nicht. Vielleicht aber hier, vielleicht habe ich eben übersehen. Also hier sind auf jeden Fall Schreie. The Roots, ja, oh. Leute. Ich find's nicht. Ja, hier sind keine Screams mehr, also machen wir hier schon richtig, ne? Ja, aber... Also hier sind sie scheinbar am lautesten, die Schreie. Bin ich jetzt zu blöd dafür, oder? Ja. Find him. Screams.
Da muss ich jetzt erst hinten das abgeben. Glaube ich nicht. Da war doch gerade was. Ah. Oh Mann, ey. Okay, jetzt haben wir alles. The path to Helheim is sealed to the living. But you already walk amongst the dead. Look towards the gate, and you will see that it has opened. Dunkel ist es. When they first came to my land, I knew enough of their tongue to beg for mercy, and they took me as a slave. I wish now that they had slaughtered me like the others. I rode their storm of fire, death, and slavery to many lands. The darkness you speak of? I know it well. And I'm still here to fight it. Ja, ist halt alles schlauchartig gemacht, aber trotzdem irgendwie cool. Man muss ja auch nicht immer Open-World-Spiele haben. Ja, ich würde sagen, hier geht's jetzt los, oder? Ah, der hat uns erwischt. Komm. Ah, scheiße. Scheiße, scheiße. Schlag den Kopf ab. Okay. Jetzt wollen wir da durch. Oder kriegen wir jetzt irgendeine Macht freigeschaltet oder? Fire gate of Surt. Know that only a sacrifice will stoke the fires of Muspel and let the dead walk through. Find the fire, Senua, to follow the path to Surt. Da ist jetzt das Tor auf. Ich würde fast sagen. Jetzt wollen wir da mal gucken gehen. Alter, schon wieder so laut. Ja, wohin? Okay, sind wir down? Okay, ich hab's nicht überlebt. Dann probieren wir nochmal. For your life!
Okay, jetzt sind wir richtig. But you mustn't look away from the horrors it does offer. Because you cannot overcome suffering. If you refuse to look at it. Ja, ich muss einen anderen Weg finden. Aber ich würde sagen, bevor wir einen anderen Weg suchen, hören wir auf. Ich glaube, wir spielen jetzt schon eine Zeit lang und mir ist echt warm. Ja, also mir gefällt das Spiel echt gut. Mal echt was anderes. Ich muss nicht hier rumstehen und fighten, sondern kann das bequem im Sitzen machen. Hat coole Schockmomente, coole Grafik. Das Kampfsystem funktioniert ganz gut. Also mir gefällt es echt gut und ich werde es auch nochmal testen. Ja, das sollte jetzt nur mal so ein kleiner Anriss hier sein. Ich habe es vorher auch noch nie gespielt, also auch nicht die Flat-Version. Aber ich finde es cool, dass die so Sachen auch dann noch in VR umsetzen. Hilft uns VR-Zockern auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, wenn euch gefallen hat, Daumen hoch, ein Abo raushauen, wäre echt geil. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.